Oh, das ist eine Karte. Juppie, ich möchte dich wieder verreist. Ich bin dafür, dass man in einem Pokémon einfach hier schnell weg genug wegrennen kann, bevor mich angreift. Bist du Professor Berg? Oh, eine Karte. Ich nehme eine herrenlose Karte. Ja. Karte halten. Geil. So. Dann schauen wir mal die Region an. Wow, ist die Karte cool. Hier ist eine Veteranin. Da unten ist Adenogrotte. Picorna. Wo ist denn der Terrawald? Arialamula. Namen. Ah. Das ist mir ein Punkt, wenn hier nichts ist. Interessante Namen. Komm ich später nochmal dazu. So, lass mich durch hier. Hey du! Ja genau, nicht mehr, ich komm mal hier rüber. Du willst doch in der Terra. Du willst doch in der Terra Force, hab ich nicht recht? Jo? Ha, mir macht eben keiner einen vor. Glaubst du denn, was sollte man sonst in diesem Kampf wollen? Ich kann ja längst nicht einfach so passieren lassen, schließlich bin ich nicht die Wohlfahrt. Vorher müsstest du mir eine kleine Spende entrichten, sagen wir mal, $1 Million würde reichen. Bitte? Das soll wohl ein Witz sein, aber eine verdammte, Platte. Nein, eigentlich nicht. Warum durfte das Kind jetzt durch? Welches Kind? Ich habe keins gesehen. Such nicht irgendwelche Ausflüchte zu suchen. Dann bring meine Million. Ach, das wird das nichts. Ich muss nur wieder als Arzt verlassen oder eine Stadt rumfahren. Kann ich ihn einfach umbringen? Das ist die einfachste Methode. Hund, los, da los. Glut. Bam. Fusch. Oh nein, das dann. Moment mal. Da hatte gerade hier irgendwie so ein Sprite-Fehler. Naja. So, hast du eine Million? Mit Brother? Nein, 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 nein. Oh, hast du eine Million? Tut mir leid, aber ja, du hast keine Million. Moment mal, die freundliche Dame, die uns anschreit, vielleicht du? Lalalala. Nee, nein. Ja. Nein, wie kannst du nur? Gib mir eine Million, verdammt. Ich brauch Geld. Did you say something? Okay, ich geh mal zum Professor Mammutbaum. Der hat sicher irgendwas drauf. Professor Mammutbaum, du blöde Sau. Hallo. Was willst du noch irgendwas, Jo? Also schön für dich, du darfst es auch für dich behalten. Sonst bin ich gelinde gesagt absolut nicht. Was? Hä? Wie? Was willst du noch was? Nein. Warum findest du dann noch meine Zeit okay. Ich wieder Pokémon forschen. Raupi. Okay. Was, wie lange ich gebraucht habe? Wie komme ich denn da durch? Außer die Bücher über alle, wir behalten sie wirklich liebevoll. Ich würde mir wünschen, dass er uns mittlerweile genauso behandeln würde und nicht wieder ab nur zu Fuß abtrete. Eine Pfeife? Schade, kann ich nicht mitnehmen. Stimmt, denn ich schreibe gerade meinen höchsten wissenschaftlichen Programm. Wo war nochmal die Angabe gestellt? Blöd. Zorbi, du hast echt erfreulich. Ich glaube, ja. Ja, ich bin blöd. Gib's mir ins Gesicht. Okay, wie komme ich weiter? Toll. Hast du eine Million? Das gibt's nicht. Moment mal, der Typ am Strand, kann man sich ausrauben. Ich meine, der kann sich nicht wehren. Komm her. Ich glaube, es war... Oh Mann! Muss ich anschwatzen. Hier irgendwo. Vielleicht hinten ein Schiff weg. Das Schiff hin! Wohin? Nein! Oh nein! Ich bin in diesem Kraft gefangen. Oh nee! Wie scheiße ist denn das? Ich bin in diesem blöden Scheißkraft gefangen. Wo kein Mensch leben will. Außer dieser alte Sack, aber. Und dann fließt diese Felder hier. Ich kriege nur Geld rum, eine Million. Ja, wo liegt schon eine Million auf der Straße rum? In New York vielleicht. Ich gehe mal nach New York. Nee, hier komme ich ja nicht rein. Hier bringt mir nichts, wenn ich da reingehe. So, du. Seien wir ehrlich, wenn wir schon Freunde wie von anderen angesabberten Dingen haben. Ich finde das total. Ich brauche wahrscheinlich dann aber furchtbar lecker zu finden. Ekelig. So, vielleicht die besoffene Joy. Ja, ist korrekt. Okay, du da. Meine Rapazition, glaube ich. Moment mal! Genau! Die Mafia! Mafia. Die Typen. Okay, ich will mal sagen, aber im nächsten Part will ich mit dem quatschen, oder? Komm, ich quatsch mal mit dem jetzt mal schnell. Es ist langweilig, in der Gegend zu stehen. So, komm, jetzt lass mich durch. Stopp, du! Oh, du bist ein neuer Kunde, das ist natürlich etwas anderes.
Du kannst hochgehen, da kann bestimmt geil. Okay. Ich geh mal hoch. Ja, na klar, Springbrunnen. Natürlich ran, das kommt noch hier. Ah, willkommen, willkommen. Komm doch durch und setz dich. Wer ist jetzt Giovanni? Natürlich ist Giovanni da. Was kann ich für dich tun? Ach, du brauchst nicht weiter reden. Ich weiß genau, dass du brauchst. Das weißt du ja nicht hier, sondern woanders auch. Außerdem muss heute dein Glück sein. Du bist unser millionster Kunde. Aus diesem Grund erhältst du ein sehr exklusives Neukundenpaket. Bitte, nur für dich, ohne versteckte Kosten oder Hintergrund oder sogar chlorfrei gebleist für den Umweltschutz. Okay, wir bekommen einfach mal 1 Million. Cool. In 3 Millionen Dollar. In 3-Dollar-Schein. Danke. Nichts zu danken. Ich hoffe, dich bald wieder als einen meiner Kunden der Blüten. Mein Kibü. Das ist fast nur ein Geldwäscherei mitten in der Stadt und keiner tut was. Oh, geil. Es liegt eine neue Druckmethode, um unsere Qualität zu verbessern. Oh, Mann. Ich bin damit beschäftigt, neue Scheine zu entwickeln. Was würdest du von 7 Dollar und 3 Cent Scheinen haben? Okay, wir so 3 Cent Scheinen. Das macht keinen Sinn. Okay, jetzt haben wir das Geld. Und ich denke mal, da der Pförtner nicht wirklich hell ist, wird es auch kein Problem sein, ihm das Geld oder zu jubeln. Weil ihm noch eine Sache, ein Kind vor seiner Nase durchgerannt. Wieso läuft das so schnell? Das verstehe ich nicht. Oh Mann, ich kann nur sagen, ich liebe diesen Hack. Ja, ist so geil. Wieso steht hier auf dem Stapel mitten im Flur? Ich habe keine Ahnung, was sie mich provozieren. Komm hier, du Statue! Ich mach dich alle ready to rumble. Dum 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 dum. Oh, du hast gewonnen, aber wir sehen uns wieder. Irgendwann. Irgendwo. Vielleicht morgen. Vielleicht heute. Vielleicht erst nächsten Monat. Obwohl, nächsten Monat habe ich einen Zahnarzt dann wieder. Und vielleicht übernächsten Monat, okay? Tschüss. Gut, ich will mal sagen, Leute, das war genug, Rumgeplänkel, und im nächsten Part werden wir den Pförtner mal das Geld übergeben, weil ich finde diesen Hack so geil und will da wieder zocken. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen hoch, wenn nicht, dann einen Daumen runter. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden seid wollt, dann abonniert mich doch, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, euer Zabi Productions. Tschüss! Warum rennst du auf der Stelle bitte? Sag mir das! Du machst mich schwindelig! Okay. Ja, will ich da aufhören. Ciao, Leute. So, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Terra. Im letzten Part sind wir in Terranien? Terranien angekommen. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt bestelle ich mir erstmal den Pförtner. Um den Terraforest betreten zu dürfen, benötigst du eine Genehmigung. Ich stelle diese in der Form eines Passes für das Exterior aus. Was? Das gibt's doch nicht. Du hast tatsächlich 1 Million aufgetrieben? Da kann ich ja endlich diesen Job aufgeben. Hier, also den Pass für das erste Areal des Terraforest. Bewahre ihn am besten in deinem Trainerpass auf. Jetzt muss ich aber los. Moosbach City, ich komme. Wir bekommen den Pass. Lass dich mal ein bisschen misstrauisch. Langsam frage ich mich, ob es eine gute Idee war, hierher zu reisen. Nicht nur du. Areal Takaribe. Cool. So. Was gibt's denn jetzt noch für Pokémons? Obwohl, ich habe hier keine Bälle. Und Shinox! Level 11. Das ist ein bisschen hoch. Nur ein kleines bisschen. Und es macht 9 Schaden. Hier, schmeckt meine Glut. Und Überreste von Hulus wird einige KP auf. So, mal schauen, was kann eigentlich unser Carpador? Ja, ein normales Kühler-Pokémon halt. Es kann nichts. Silber, schaut mich böse an. Pfui, böse! Los, du musst brennen. Aha, brennst sogar. Krieg ich eine Pokébälle? Mann, oh. Und ich heile mich damit Überreste. Aber wie lange die noch die Animationen für Items dauern hier in diesem dritten Generation Ladevorgang? Ladevorgang. Lädt sich auf. Schön. Tackle. Bye bye. Oh, ich habe ein weibliches Duster, wie schön. So, was ist denn hier? Supertrank. Oh, kann ich gebrauchen, denke ich mal. Das Pokémon erscheint. Pfiffchen. Level 10. Los, Hunduster. Es jault.
Wieso ist jedes Pokémon schneller als meine Hunduster? Das ist unschade. Das ist scheiße. Los, brenne, du Sau. Ja, ich meine, du Mädchen. Aber ich kann mich ja heilen mit Überreste. Also, glaube ich, auch mal. Na, 2 KP stellt sehr wunderschön. Tackle. Wow. Lass den Scheiß. Hier. Schmeck. Ein Feuer. Und machen Sie diese Erfahrungspunkte. Jo, schön. Ist hier eine Beere? Nee, natürlich nicht, Mann. Nur, dass du ein Trainer bist. Ich habe keinen Bock auf Trainer. Also, du bist ein Trainer. Du bist aber bestimmt nur hier, um den Terraforce zu verwüsten. Ich erkenne das ganz genau und werde dich aufhalten. Na, komm mal her, Kleine. Eine Herausforderung von Öko-Freak Miriam. Dieser Abend haben wir mit Hunduster einen guten Start hingelegt. Aber was ich gerade seltsam finde, normalerweise, also in einem normalen Pokémon-Spiel ist der erste normale Trainer auch ein Teenager. Nur hier nicht. Ich muss sagen, das ist schon. Willst du mich verkaufen? Das ist schon ein bisschen seltsam, wenn man mit einem Level 10 Pokémon startet. Und weg mit dir, Bisesam. Das Piraten ist noch ein Seelebi auf Level 100. Ja, natürlich ein Seeschlor. Das Piraten Level 15, Level 11. Ich heile mich erstmal. Oh Mann, das wird ein Spaß. So, hier. Energie. Oh, oh. Ich muss erstmal sagen, das Sprite von sich ist echt geil, aber dass er Energiefokus benutzt hat, ist echt mies. Ich bin so gut wie One-Hit. Was kann überhaupt sich auf diesem Level schon verzacken? Ruckzucki. Tschüss, Hundus. Da wacht doch nicht. Los, brenne, du Sau. Nein, du überlebst. Aber es brennt. Stirb an der Verbrennung, du blödes Sichlor. Leg dich niemals mit einem Unlicht-Pokémon an. Du hast Feuerattacken beherrscht. Und was wieder ein Level ab? Nein, ich hab versagt. Tja, du Öko-Spinner. Egal, ich werde weiterhin den Terraforce beschützen. Ja, von mir aus. Ich hab grad sowas mit einer Karte. Ich will heile. Was ist mein Trank? Trank. Ja. Und du wirst geheilt. So. Gut auf zum Forest. Gibt's hier noch ein wildes Pokémon? Oh, hier gibt's so viele Wege. Eine Brücke. Ein Mann. Terraforce ist ein riesiges Naturgebiet, das lange Zeit unterschlossen blieb. Mittlerweile sind ein paar Städte und Dörfer auf der Insel entstanden. Allerdings ist der Großteil noch ungetastet. Okay. Ja, wo muss ich lang? Oi, wo lang? Oh Mann! Werde ich jetzt extra den richtigen Weg und verpasse jede Abzweigung? Hier ist ein Haus. Ich will zum Haus. Scheint wichtig zu sein. Ein Logia? Schau es mir so an, noch nie ein Logia gesehen oder so. Ein sprechendes Logia. Die Apokalypse hat begonnen, oh nein. Hallo, du scheinst mein Trainer zu sein, soll ich deine Pokémon haben? Und ich verschwende noch einen Trank. Viel Erfolg auf deiner Reise. Na, ja, werde ich haben, denke ich. Areal Takariba. Also vielleicht wundern sich jetzt einige, die von meinem Hauptkanal hierher gefunden haben. Wieso nehme ich jetzt Let's Plays auf meinem Zweitkanal auf? Ja, ich spiele schon lange mit dem Gedanken, dass ich hier oben nicht lang will. Dass ich... Was? Ich vor. Ein neues Pokémon. Feuerfänger. Erhöht die Feuerkraft. Schön, danke. Ja, dass ich auf meinem Zweitkanal, also Story Productions, die künftigen Let's Plays dann hochladen werde. Da ich hier die Sperre nicht habe, dass ich nur 15 Minuten 30 hochladen kann. Dieses Ick voll ist cool. Das würde ich mal fangen, wenn ich kann. Und naja. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende machen werde. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Nebenprojekte, wie zum Beispiel dieses Spiel hier, auch meinen Nebenkanal hochladen, dass ich auch einen längeren Folgen hochladen möchte. Ich mache hier immer so ein Ankündigungsvideo, so ein Bulletin oder was weiß ich. Dann will ich erstmal nach rechts. So, die Brücke. Gott, das ist ein Trainer. Oder ich denke mal, das ist ein Trainer. Ich mal hier lang. Erstmal im Gras. Ey, wo lang muss ich? Und nicht schon wieder, du Ick vor.
Flucht. Gibt's denn kaum? Schön. Ich frage mich gerade, warum habe ich überhaupt eine Puckpuppe erhalten? Muss ich davon irgendwann fliehen, weil es nicht geht, oder? Noch nicht vor. Okay, schön, dass es die neue Pokémon gibt, aber ich möchte mal ein neues Pokémon sehen, also ein anderes Pokémon. Oder ein Pokémon, das eine Schwäche gegen Feuerattacken hat. Lachsrauch? Warum finde ich hier Lachsrauch?